Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Die Kälber wollen einen neuen Stall. Das heißt, wir müssen einmal umstallen. Das heißt, wir ein Menü öffnen und entsprechend die Tiere rüberschieben. Wir haben kräftigen Nachwuchs bekommen. Das sind wir dazu gezwungen, das zu tun. Ich werde mal schauen, dass wir die männlichen Tiere verschieben können. Das geht, glaube ich, zwar einfacher. Das sind großen, schweren, das ist alles Weibchen. Weiber, ne? Jo, dann hier, mal gucken. 3 Jahre, das ist kein Kalb, ne? 4 Jahre, dann wird aufpassen. Ich möchte zuerst die männlichen Tiere umstellen, dass wir nachher los Weibchen nehmen müssen. Oder können. Müssen nicht, aber können. Natürlich nur die paar wenige sind, dann ist natürlich klar, dass ich nur die. Da haben wir einen. Verschieben. Da. Verschieben. Das wären schon mal 2. Da, ups. Ansonsten werden wir auch Weibchen dazu nehmen, also weiblichen Tiere. Und muss ich aber schauen, dass ich entsprechend dann erstmal die. Das dürften alle sein, ne? 4 Stück. Ja, gut, wenn wir hier hinzukommen, ist irgendwie gerade. So, das sind natürlich diese hier. Wenn die Reihenfolge so bleibt, dann ist es gut. Bestätigen. Dann haben wir alles mit Leichen. Ups. Kapten, war ein kleiner Ruckler. Schwer. Ja. Leider ist am Livestream zum Schluss das Spiel abgestürzt. Aber wie gesagt, ich war ja eh fertig gewesen. Und somit ist es nicht ganz so tragisch gewesen. Kurz darauf war das Internet komplett weg. Und zwar so, dass ich nichts mehr machen konnte. Also online gehen und so, ging gar nicht mehr. Selbst spät in der Nacht noch nicht. Gerade jetzt mit der Aufnahme bei bin, ging es auch noch nicht. Aber das holen wir nach in der Woche mal. Habe ich jetzt frei. Da muss irgendwo ein Surfer einen Blitz eingeschlagen haben, immer so ganz vorsichtig. Oder wahrscheinlich sogar Strom ausgefallen oder so. Jedenfalls war ich komplett ohne Netz. Und dann Freitagabend wird keiner von denen so schnell rausfahren. Ne? Die haben ja auch und dann Feierabend, ne? PC. Oder Magenta, wie sie jetzt heißen. Ne? So, männliche Tiere, okay. Und jedenfalls den Abend nichts mehr geworden. Tut mir persönlich sehr leid, aber das sind höhere Gewalten, da kann ich nichts tun. Und selbst da anrufen hätte nicht viel gebracht, weil den Augenblick, seid mal so, ja, da rufen garantiert viele an, also da brauche ich mich deswegen nicht anrufen. Also, die Bereitschaft, wenn das Server nicht läuft, kein Strom hat oder keine Ahnung, wenn die auch vor Ort nichts machen können. Ne? Und dann sind die auch persönlich noch ein bisschen, wenn du Pech hast, an richtig rankommst. Ja, mach mal dies und dann ganzen Quatsch. Ist ein Blödsinn, sollst du dann machen, aber wie gesagt, das bringt dir allen nichts. Die andere Richtung, ne? War denn gerade ein Männchen? Tatsächlich. Der soll ja in einen anderen Stall rein. Der soll hier rein. Bei den Brüdern. Dahin.
So, guck mal reingucken, Menü. Alt S. Ja, paar. Jetzt haben wir das 22. Die haben wir noch genug Futter, ne? Und da müssen wir tun. Und da machen wir auch gleich was. Aber erstmal fahren wir mal zurück und holen den nächsten Schwung. Wir haben ja noch ein paar. Ne? Damit es nicht zu viel wird, ne? War schon fast 300 Tiere gewesen, da wird mir die Übersicht wird mir ungünstig, ne? Also 250 laut mit Milchkühe gewesen und dann der Rest dann Kälber. Ich möchte da ein bisschen sortieren. Oder die Karte ja, neu starte, im Prinzip in der neuen Version. Da muss ich so irgendwas einfallen lassen, ne? Die Tiere komplett alle umstallen werde. Also die weiblichen, also die Kühe, den Stall hier nämlich weg. Und die Kühe kommen dann alle da rein, wo die weiblichen Tiere sind. Da liegen Tiere bleiben da drinne. Da muss man schauen, wo es in Saved, eine Datei zum Speichern irgendwo Kühe auftauchen. Ne? Da habe ich nur ein bisschen Zeit, da kann man ein bisschen drum kümmern. Ein Tag in der Woche mal. Morgen und Sonntag habe ich dann keine Zeit. Aber Montag, ja, Montag, sehen wir. Zahnarzt oder zumindest Haftbilder oder Friseur. Haftbilder müssen wir erstmal die Haare schneiden. Bei mir ist egal, mit oder ohne Friseur, also. Und halt ohne Kämmen, ne? Haare vorher waschen, dann geht das schon. So, sind nur Weibchen, das ist gut. Auch nicht 3 Jahre. 0, 0, 0. Da alle 2 noch. Das wird schlecht. Die Sonne ist und nicht da bleiben. 3 Jahre, 4 Jahre, da muss ich bald anfangen. Dass ich da die ersten verkaufe. Ich glaube 9 Jahre bin ich alt, weiß ich genau. Das weiß ich nicht genau. Alles Weibchen. Die machen wir voll und das ist gut für heute. Habe ich jetzt zu viele genommen? Ja. Das war eine zu viel. Am Preis, ne? Und am Gewicht. Also hier 611 Kilo ist schon, müsste hochschwanger sein, ne? Bestätigen. Wenn wir nicht bestätigen, dann bleiben die im Stall. Dann haben wir einmal umsonst gefahren. Das ist schlecht. Dann müssen wir gleich füttern und Wasser geben. Da gibt sich ja automatisch jetzt, ne? Durch die Veränderung der Zahl, dass jetzt in diesen Stall mehr Futter rein muss als vorher. Wir werden die erstmal ausladen, dann werden wir gleich Wasser geben. Und dann gibt es Futter. Und putzen vorher, ne? Jetzt kommen wir mit dem Traktor nicht durch. Und dann muss man schauen, ob unser Herbst schon gewachsen ist. Quatsch. Soja und Mais. Könnte sein, ne? So, müssen alles Weibchen sein. Ups. Schau mal kurz im Menü rein. 250, das passt. Jetzt haben wir schon 216 Kälber bekommen. Plus die 22. Rechnet man selber aus. Das sind die Bullen. Die würden jetzt auf dem Marsch im Prinzip zu Fleisch gemacht. Aber hier haben wir keinen Schlachthof, also Verkauf beim
Händler. Ungefähr, wenn die jetzt, der hat schon fast 400 Kilogramm. Der hier, so fast, das ist schon 1,1 Jahre bis 2 Jahre. Bis 2 Jahre, dann gehen sie da weg. Dann ist das nicht so weit, dann werden sie auch nicht mehr, wachsen sie auch nicht mehr. Dann sind sie ausgewachsen, wachsen, dann ist, dann ist halt so, dann sind die halt, dann müssen sie verkauft werden, sonst kosten sie nur auch Geld, ne? Arbeit und Futter, ne? Futter haben wir nicht so viel. Ich meine, gut, aber irgendwann ist der Stall voll, ne? Da muss man halt was tun, ne? So, Anhänger stellen wir dann wieder hin. Die BGH hat ja schon Geld eingebracht. Ich habe ja nachts geschlafen. Das nehme ich gar nicht auf. Ich habe ungefähr 300.000 verdient mit der BGH. Teilweise Silage, teilweise mit Mist. Da müsste auch einmal gefahren. So, die andere Silage ist ja gerade im Gären, ne? Also die brauchen noch ein bisschen Ballen. Wie gesagt, für Feldmann und Fassi brauchen ein bisschen mehr Geld. So. Was haben wir jetzt an Milch? Die verkaufen wir auch gleich. Leider geht heute Abend mein globaler Markt nicht. Kein Internet. Bin krank. Aber mal schauen, ob wir hier guten Preisen kriegen für Milch. Wird schon was geben. So, dann schauen wir nach. Wenn die gut zahlen, dann werden wir auch fahren. So, Milch. Oh, 1006. 400 Futter Verkauf. Naja, 1006 ist besser wie nichts, ne? So. Denn wir haben schon wieder 209 Milch. 209.000. So. Dann wollte ich Wasser geben, ne? Derzeit wollte ja, kann er ja voll tanken. Und dann putzen hier noch. Und da wollen wir halt mal schauen, was unsere Felder machen. Im Menü jedenfalls. So. Das heißt, es ist jetzt. Können sogar gucken. Na, ist noch nicht gewachsen. Das hat ja schon gewachsen. Immer hat sie gekeimt, ne? Ja, dann wird die morgen wachsen. Und bei Soja habe ich jetzt kein Fahrzeug. Davon gehen wir das gleiche aus, was auch so ist. Die gelben Stellen gefallen mir gar nicht. Bestimmt Getreide. Aber Soja, selbe Fahrzeug. Könnte das sein? Ach, das ist hier Dings hier. Der Rest von Raps. Na gut. Das wird nun keine Gefahr sein. Denke ich mal. Wir wollen den Tieren noch Wasser geben und Futter. Das machen wir heute noch zuerst. Und dann verkaufen wir eine Milch. Nächsten Folge, denke ich mal, ne? Mist. So. Wasser ist ja ganz wichtig, ne? Die brauchen zwar auch Futter viel, also viel zu fressen. Aber ohne Wasser geht gar nicht. Das läuft noch, dann reichen wir hier, ist auch voll. Gut, dann werden wir gleich noch unseren Futtermisch-Anhänger nehmen und erst putzen. Sonst kommen wir nicht durch.
Das auch noch. Den haben wir nicht zurückgefahren gestern. Oh, geht Licht aus. Ja, wir haben jetzt später Frühling. Ich denke mal, dass bald die Ernte beginnt. Ja, meldet ja aktuell noch kein Regen. Das ist die nächste Sache, dass Kette kommt. Aber hoffen wir das Beste, ne? Im Juni. Ja, gut, wenn es jetzt extrem trocken ist, dann kann schon mal sein, dass das notreif wird. Aber im Normalfall ist im Juli dran, ne? Ist auch regional verschieden. Höhe vom Meeresspiegel. Weiter südlich, natürlich. Ist früher. Und da hängt es auch von der Fruchtsorte ab, ne? Raps ist oft im August fällig und der andere schon im Juli. Haben wir wieder richtig Mistig gemacht hier. Gleich zum nächsten Stall hetzen und dann nächste Sau machen. Ja, dann haben wir schon bald unsere Kühe verdoppelt, ne? Fast. Wir haben schon eine neue junge Rinderherde, da müssen wir noch mit Geduld haben, dann kriegen die auch schon Kälber. Und die alle werde ich behalten. Ich werde nur halt unsere Milchkühe dann wechseln zum anderen Stall, also hier rüber, zum rechts. Und da sollen ja 750 Tiere reinpassen, nicht 750.000. Das wäre ein bisschen viel. Und die werden wir auch hier oben behalten erstmal. Dann mal sehen mit der neuen Karte, ob das nachher auch entsprechend funktioniert, ne? Mit der ganzen mit Milch und so, ne? Ansonsten gehen die Kühe, wenn das mit dem Spielstand geklappt hat, rüber in den ja, neu errichteten Stall. Aber wie gesagt, das ist immer noch Zukunftsmusik. Die Karte ist noch nicht da, noch nicht zu runterladen, noch nicht fertig. So, ich will ja eh die Ernte mal einfahren. Ne? Also die Arbeit, die man sich da gemacht hat, will ich natürlich die Früchte einfahren, ne? Die Belohnung. Ne? Dazu muss ich noch ein bisschen hier arbeiten. Auch wie gesagt, Feld 29 kaufen, vielleicht Feld 10, wenn möglich. Und später nachher auch so starten mit den Feldern, den Gerätschaften. Ne? Dann schreibe ich mir vorher auf, was ich alles habe. Und dann werde ich mir entsprechend kaufen. Die Ländereien werde ich mir kaufen. Dann werde ich den Spielstand und Geldmenü, also im Geld und dann Safe, genauso einstellen, wie ich es verlassen habe. Mit Schulden, mit Vermögen, also Bargeld in der Hand. Das trage ich mir alles vor ein und dann ist es wieder genau wie vorher. Nur halt die Maschinen halt neu sind, aber die kriege ich nicht rüber, da habe ich keine Ahnung von. Das wird schwierig. Also ja, ich könnte es ja probieren, ne? Ja, dann müsste ich sie alle rein theoretisch Hof 1 hinfahren. Weil hier auf Hof 3 ist ja vieles umgeändert worden, ne? Also von der Bodenhöhe her. Oder ich fahre ja auf dem Feld. Da ist ja auch alles original, ne? Von der Höhe her. Wenn ich jetzt hier was mache, ja, dann ist ja hier die Fahrzeuge alle weg, ne? Aber ich muss schon zum Händler zurücksetzen, wird auch gehen. Ich muss mal probieren. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter. Und auch noch einen schönen Rest Samstag. Bis morgen. Tschüss.